Finde ich jetzt ein sehr gutes Thema, ja. Verhütung. Katholische Kirche und Verhütung. Also, ich bin, wenn man keine Gummi-Intoleranz hat, definitiv für Kondome. Ich bin überhaupt keine Befürworterin der Pille. Aus ähnlichen Gründen übrigens, wie eine sehr umstrittene, in diesem Fall von Bashamika, attackiert die Gloria von Turn und Taxis. Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Ich halte tatsächlich viel davon, dass Frauen, und das lernen sie nämlich nicht mehr, weil sie nämlich gleich wegen jedem Mist eine Pille verschrieben bekommen, um in den Zyklus reinzukommen. Also ich nenne jetzt mal meine jetzt 13-jährige, da noch 12-jährige Tochter, die einfach zur praktisch Beschleunigung des regelmäßigen Zyklus vom Frauenarzt allen Ernstes angeboten bekommen hat, eine Minipille zu nehmen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also unmöglich, sowas zu raten. Also das ist natürlich jetzt heftig, ne? Mit meinem Frauenarzt da auch nochmal diskutieren, aber ich finde auch die homöopathische Unkenntnis vieler Frauenärzte und Schulmediziner ganz schlimm. Es gibt nämlich für ganz viele kleine Zipperlein, für gerade bei Frauen in den Wechseljahren oder mit Menstruationsbeschwerden etc., gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten zu helfen, Schmerzen zu lindern und so weiter. Man muss aber auch, und da geht es nämlich auch drum, viele haben nämlich Menstruationsbeschwerden, das heißt zum Beispiel, dass sie einfach viele Schmerzen haben, viel Bauchweh und so weiter. Und da soll dann die Pille helfen, ja, oder man lernt einfach den Schmerz auszuhalten. Also man muss sich nicht, ich finde es keine gute Erziehung, wenn man lernt, dass man gegen jeden Minischmerz sofort sich eine Pille, egal welcher Art, ob das jetzt Schmerztabletten sind oder eben eine hormonelle Pille, einwirft, und nicht lernt zu gucken, was tut mir denn vielleicht nicht so gut, wenn ich meine Periode bekomme. Vielleicht brauche ich da mehr Ruhe, vielleicht mehr Rückzugsmöglichkeiten. Das ist übrigens von der Natur ganz wunderbar geregelt. Man hat nun mal als Frau einen Zyklus. Zyklus heißt, der wiederholt sich alle nach dem Mond, nicht alle 28, aber ungefähr alle 27 bis 30 Tage ist man also in etwa in diesem Zyklus und hat man eine normale, gesunde, ruhige Lebensführung, braucht man eigentlich auch nicht wirklich zu verhüten. Und das können auch die Männer nicht mehr. Die Männer kennen auch den Zyklus der Frauen nicht. Und wenn einer halt Rambo sein will und auf die Bedürfnisse seiner Partnerin beim Sex keine Rücksicht zu nehmen bereit ist, dann muss ich sagen, haut den Rambo aus der Bude. Also ich meine, was soll das? Ich würde da mir wünschen, dass gerade junge Frauen, man weiß ja auch, es gibt ja viele Frauen, die kriegen dann so mit Mitte 40, 50 gerne mal Brustkrebs oder andere Krebsformen. Da frage ich mich, wie viele Hormonspiralen oder Hormonpillen haben sie denn genommen, über welchen Zeitraum? Zumal viele auch die Lust am Sex verlieren, weil sie durch die Pille in Dauer, ja, man flunkert ja dem Körper vor, dem weiblichen Körper mit der Pille, dass man schwanger ist. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ja? Also ich bin da auch, das hat nichts mit, ich finde auch, es ist ein Frauenrecht und ein Frauenkampf, darauf zu beharren, dass man gefälligst den Zyklus bitteschön gewürdigt haben will, gewürdigt wissen will. Dass man, wenn die Haare halt irgendwie komisch ausschauen und die Frau irgendwie so gerade ein bisschen in den Seilen hängt, dass man einfach lernt zu erkennen, ja, die hat vielleicht gerade ihre Tage, vielleicht geht's ihr gerade nicht so gut. Das ist von der Natur schon so gut eingerichtet. Es gibt keinen besseren Lehrmeister als die Natur. Nein, es gibt keinen besseren Lehrmeister als die Natur. Und jeder, der mit Medizin oder sonst was versucht, der Natur ins Handwerk zu pfuschen und diese massenhaften Hormone, Gott weiß, was da noch alles drin ist, es lebe die Pharmaindustrie, ich bin auch gegen die Pille.